Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier was ganz Großes, den Philips OLED 65 Zoll aus der 804 Serie mit Ambilight. Soll laut Internet ein richtig geiles Gerät sein, auch von der Bildqualität her. Software soll ein bisschen buggy sein. Das Ganze werden wir natürlich ausprobieren und testen. Wir packen den aus. Gucken, was an Zubehör dabei ist, ob irgendwas Spannendes dabei ist. Wir werden uns die Fernbedienung angucken. Da sind auch so einige Leute, die kritisieren. Und dann haben wir hier auch einen Ultra HD Blu-ray Player von LG, den UBK90. Den werden wir allerdings in einem eigenen Video auspacken und gucken, was der so kann. Wir werden auch den Player komplett mal auseinandernehmen. Gucken uns mal von innen an, was er so kann, wie er von innen aussieht. Gut, das war es erstmal von meiner Seite. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Auspacken. Ah, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Natürlich werden wir den Philips OLED auch kalibrieren. Und zwar mit einem Kolorimeter mit HCFR. Philips verspricht ja 99% DCI-Farben. Ich bin gespannt, ihr könnt dann auch live dabei sein. Dann bis gleich. So, jetzt haben wir den 65 OLED ausgepackt. Und ist ein bisschen chaotisch hier, weil es ist doch ziemlich groß. Und hier haben wir das Zubehör, was hier bei war. Stromkabel. Audio-Adapterkabel und einmal Bio-Adapterkabel. Das ist die Fernbedienung. So. Ich hänge ihn jetzt auf und dann werden wir später einmal die Kalibrierung sehen. So, da sind wir wieder. Fernseher hängt am Standfuß. Nicht an der Wand. Ich habe mich diesmal für den Standfuß entschieden. Wenn wir den Fernseher anmachen, kommen wir direkt ins Home-Menü. Da kann man wunderbar die Apps sehen. Wir können hier Netflix sehen, Prime Video, Disney Plus, Philips TV Collection, Rakuten TV, Google Play Filme, YouTube, Maxdome. Es ist ja quasi auf Android-Basis. Wir können hier noch einen Play Store hinzufügen. Und zwar genau. Und können uns da anmelden und können verschiedene Apps noch runterladen, zusätzliche Media Player, um noch mehr MKVs abzuspielen. Der Philips, der hat schon einen internen Media Player, der funktioniert wunderbar. Festplatte anschließen, Filme abspielen, mit voller Qualität, mit HDR, wenn man eine MKV hat, eine Sicherheitskopie, funktioniert das tadellos. Ist auch ganz einfach, Festplatte anschließen wird meistens sofort automatisch erkannt. Kann man aber noch zusätzlich hier auf Quellwahl gehen, auf Quellen, USB, und da kann man sofort Festplatte sehen, die Fritzbox, Dropbox, das funktioniert wunderbar. Ich würde ja gerne jetzt hier euch einen Film vorführen, darf ich leider nicht, ihr kennt das ja mit YouTube, da gibt es nur Probleme. An sich ist der Fernseher vom Menü her relativ einfach, da kann sich jeder hier durchfummeln ohne irgendwelche Probleme. Es ist wirklich selbsterklärend. Also ich bin selber baff. Es wird immer einfacher. Hey, man kann hier Profile anlegen. Dann bekommt man hier Widgets angezeigt, was empfohlen wird. Prime Video, die besten Top 5. Auch YouTube ist mit dabei. So. Jetzt gucken wir uns mal die Einstellungen an.
Dazu gehen wir einfach auf Menü. Menü-Taste, man kommt erstmal als allererstes in den Kurzmenü. Kann dann sofort auf die häufigen Einstellungen wählen. Quellen, Philips TV Collection, was auch immer das ist. Das gucken wir uns mal an. Ich weiß es selber noch nicht. Wahrscheinlich muss ich mich da jetzt nicht anmelden. Okay, das ist schon mal gut. Also es ist quasi auch wie so ein App Store, würde ich sagen. Also hier kann man verschiedene Apps runterladen. Filme gucken. Das funktioniert auch. Gut, nochmal zurück zum Menü. Wir gehen jetzt mal auf aktuelle Firmware ist drauf. Software habe ich schon aktualisiert, das ist die aktuelle Firmware drauf. Aktuelle häufige Einstellungen und da kann man hier an der Seite sehen, was man so alles einstellen kann. Ich fange da mal oben mit der Bildeinstellung an. Hier kann man persönlich, lebhaft, natürlich, Standard, Film, ISF Tag, ISF Nacht. ISF ist halt eine zertifizierte Kalibrierung. Die werden wir später auch einmal messen. Ich werde quasi näher dem einmal hier live kalibrieren. Ihr könnt dabei zugucken. Eventuell könnt ihr auch was da lernen. Und wir werden jetzt nicht das Ding, also den Fernseher auf Herz und Nieren prüfen, jetzt hier eine Großsession drauf machen. Dann wird das Video viel zu lange gehen. Wir werden den Fernseher einmal mal durchmessen und gucken, ob der wirklich diese Farben erreicht, die Philips angibt. Also Philips wirbt ja mit, wie gesagt, 99% DCI. Gut, wir wählen jetzt mal hier Bildeinstellung persönlich. Lebhaft, das Ganze wird ein bisschen heller mit mehr Kontrast. Natürlich, das ist wahrscheinlich natürlich, wie auch immer, Standard. Ich denke mal, dass natürlich den 7 und 9 Farbraum nutzt und lebhaft wird höchstwahrscheinlich der DCI-Farbraum sein, sowie auch der Filmmodus. Ja. Wir wählen jetzt erstmal persönlich aus. Das sind auch, wie gesagt, die Schnelleinstellungen, die Großeinstellungen kommen noch. Dann haben wir hier den Ambilight-Stil. Kennt ja jeder von jedem Philips-Fernseher. Videofolgen, das heißt, die Ambilight-LEDs, die folgen dem kompletten Video. Sprich, an der Seite ist oder unten ist orange, dann haben wir eine Orange-Anzeige, wie auch immer. Dann kann man hier einstellen, natürlich, Fußball, lebhaft, Spiel, Komfort, Entspannen, Standard. Ich habe es auf natürlich stehen, das ist angenehm. Ich selber muss dazu sagen, ich bin kein Freund von Ambilight. Gefällt mir auch hier jetzt beim Philips auch nicht so wirklich. Ja. Ich mag es halt, wenn es dunkel ist, da auch gerade der OLED-Fernseher so ein tiefes Schwarz hat. Das Schwarz ist ja schwarz, das ist ja ein unendliches Schwarz. Ja, das Schwarz ist schwarz. Man sieht, wenn alles dunkel ist, nicht den Rahmen. Also man hat echt das Gefühl, man guckt wie in so einem Tunnelblick und man hat nur das Display vor Augen, ohne dass man den Rand sieht. Finde ich mega geil jetzt beim OLED-Display. Audiofolgen, das heißt, man kann auch von die, also nach dem mit Musik, nach dem Rhythmus gehen, Farbe folgen, Flagge folgen, alles möglich. Ich mache Videofolgen natürlich, so lassen wir das Ganze jetzt erstmal laufen. Bin ich wieder raus, jetzt gehen wir nochmal schnell hier drauf. So, Audioausgang, hier kann man hinten TV-Lautsprecher, HDMI-Soundsystem, wie auch immer, kann man das einstellen. Schlaftimer kennt ja jeder, Bild ausgeschaltet, kabellos und Netzwerk. Hier kann man, ich selber habe jetzt den Fernseher aktuell mit WLAN verbunden. Auch das funktioniert problemlos. Netflix, ohne irgendwie hängen zu bleiben, habe ich hier eine komplette Serie, schon zwei Serien Folgen mitgeguckt und das funktioniert wunderbar. Jetzt gehen wir auf alle Einstellungen und da kommen wir ins tiefe Menü, wo man auch viele Einstellungen machen kann. Wie gesagt, Bildeinstellungen aktuell persönlich. Hier unten sieht man schon bei ISF, also auch nochmal persönlich. Farbe steht aktuell auf 60, Kontrast, Schärfe, Helligkeit erweitert. Wir gucken uns mal die erweiterten Einstellungen, Farboptimierung, Farbspektrum breit, das ist wahrscheinlich auch der DCI-Farbraum, dass wir die tiefen Farben haben.
kann man später mal messen, kann ich zu jetzt nicht sagen. Hier kann man zum Beispiel die Farbtemperatur kalibrieren, aber personalisiert machen. Würde ich jetzt mal gerne wissen, wo man es einstellt. Rote Taste anpassen, wir probieren es mal. Weißpunktanpassung, Farbsteuerung, Modus RGB. Aha. Okay, das ist, wir müssen, wie gesagt, wir müssen die ISF Einstellung wählen, so dass wir auch da den Fernseher gleich kalibrieren können. Das heißt, ich mache jetzt mal ISF Tag. Bop. Ausgewählt. Und jetzt können wir hier so einige, das ist Standard, ne? Also wir haben hier Farbe 50%, Kontrast ist etwas erhöht, Schärfe ist relativ niedrig, Helligkeit 50. So, erweitert Farbe, Farboptimierung ist auf Aus, Farbspektrum ist auf Normal, womöglich der normale Farbraum 709, die Farbtemperatur ist warm, wir machen mal personalisiert. Weißpunktanpassung auf Basis von der Farbtemperatur des Bildes. Farbschrauben. Jetzt können wir hier die Farbe komplett einstellen. Finde ich mega geil. Und hier kann man schon seinen Fernseher perfekt kalibrieren. Farbsteuerung, Weißpunktanpassung. Aha. Da kann man hier quasi einmal die hellen und die dunklen Stellen perfekt kalibrieren, also die Grautreppe. Und da bin ich gespannt, ob ich schon mit der 2. ob ich hier gleich wunderbar eine vernünftige 6500 Kelvin Farbtemperatur hinbekomme. Gut, da bin ich echt gespannt. Und wir das finde ich natürlich jetzt blöd, dass man in der ISF-Einstellungen nicht die FI einschalten kann. Die Frame Interpolation. Um das 24p ruckeln zu minimieren bzw. so komplett rausholen. Da müssen wir mal gleich mal gucken. Gut, Bildrückstände entfernen. Das ist wohl dieses Nachleuchten vom OLED-Display. Wenn man zu lange eine Sendung guckt, wo ein Logo eingeblendet ist, kann es passieren, dass sich das Logo quasi etwas festsetzt und dazu kann man das hier entfernen. Gut, wir sind jetzt erstmal hier bei den Bildeinstellungen und Toneinstellungen ist ja klar. Ambilight sind wir auch hin schon durchgegangen, ist auch klar. Hier haben wir die Android-Einstellungen, Region, Sprache, Allgemeineinstellungen, USB-Festplatte, HDMI auf Ultra HD, auch das ist alles hier selbsterklärend. Kindersicherung, Kabel und Netzwerk haben wir auch schon. Und das sind die Einstellungen. Gut, wir sind jetzt hier einmal durch. Wir werden jetzt mit der Kalibrierung beginnen. So, da sind wir wieder. Hier oben in der Mitte am Display hängt der Kolorimeter. Und wir werden jetzt mal den Fernseher einmal messen. Wir machen jetzt keine Vollkalibrierung. Wir machen einmal, wir werden uns einmal die Grautreppe angucken, Farbtemperatur. Wir werden uns einmal den Farbspektrum angucken, ob der auch wirklich die Farben so perfekt darstellt, wie Philips das sagt. Ja, also die werben ja dafür. Ich habe alles Standard, ich habe hier nichts vorkalibriert oder so, das ist quasi, der Fernseher ist out of the box und wir werden das jetzt zum ersten Mal einmal ausprobieren.
Ups. So. Da sind wir wieder. Der Kolorimeter hängt oben am Display. Ich habe jetzt standardmäßig ISF Tag angewählt. Jetzt muss ich mal gucken. So, da sind wir wieder. Kolorimeter hängt oben am Fernseher zum Messen. Wir haben jetzt standardmäßig die ISF-Einstellung gewählt. Tag, das ist ja quasi angeblich, soll das ja perfekt kalibriert sein, das Gerät, wenn es so ein Zertifikat hat. Da bin ich echt gespannt. Das werden wir jetzt mal testen. Es ist alles out of the box. Ich habe hier wirklich nichts kalibriert oder irgendwie vorab eingestellt. Ich habe jetzt nur dieses Preset gewählt und das werden wir jetzt mal messen. Gut. Ich mache mal kurz das Menü einmal weg. Wir öffnen HCFR. Neu. Automatik, hier haben wir den X-Wide One i1 Display Pro. Auswählen. Wir haben mit LED OLED, ist schon hier vorab eingestellt. Und drücken auf OK. So, das ist die Grautreppe. Wir fangen mit der Grautreppe an, messen einmal die komplette Grautreppe durch und gucken wir mal, wo das Ganze so hingeht in der Standardeinstellung. Ganz kurz Ambilight aus, das nervt so ein bisschen. So. Ja, wir können sehen, es ist quasi schon ein perfektes Ergebnis. Wir gucken uns mal die verschiedenen Temperaturen an. 6620 Kelvin, 6500, 6469. Also das ist schon sehr geil. Also hier braucht man nichts machen, ja. Also ich habe hier eine Farbtemperatur bei 100% von 6445 Kelvin. Hallo, es ist perfekt. Man sieht hier unten, man könnte Rot noch ein wenig reduzieren, um das Ganze zu perfektionieren. Aber das braucht man nicht. Das ist wirklich Hammer. Ja? Also da würde ich nichts mehr machen. Also das ist quasi perfekt. Ja? Kontrast kann man nicht messen, also hier das braucht man nicht berücksichtigen. Auch das Gamma kann ich nicht richtig messen, weil das einfach zu dunkel ist. Ja? Also das OLED-Display macht einfach ein zu dunkles Schwarz. Aber hier die Grautreppe komplett, also mega. Gut, dann gehen wir mal auf Farben und messen jetzt einmal die Farben komplett durch. Ist ja der Standardfarbraum, ist ja gewählt. Und dann gucken wir das Ganze mal. Ja, auch das nenne ich jetzt perfekt. Wir haben grün, das ist Rec 709, wir haben hier grün getroffen, wir haben gelb getroffen, wir haben rot getroffen, wir haben magenta getroffen, blau, Cyan haben wir getroffen. Also es sind hier wirklich sehr, sehr gute Einstellungen. Ja. Das ist jetzt Rec 709. Gut, wir gucken jetzt
uns mal den erweiterten Farbraum an. Das ist das, was ich mich jetzt am meisten, wo ich mich am meisten drüber freue, da ja Philips damit wirbt. Ja, DCI P3 UHD, das wählen wir jetzt mal aus und gucken wir mal, ob der Fernseher wirklich diese Farben darstellen kann. Ne? Jetzt hat sich die Vorstellung hat sich jetzt hier komplett erweitert. Das heißt, diese Punkte hier müssen wir treffen. Gut, jetzt gehen wir mal wieder in den Einstellungen. Bildeinstellungen. Ja, die haben wir ja ausgewählt. Das heißt, ich brauche alle Einstellungen. Genau, alle Einstellungen. Bild. Also eine Farbe hier braucht man nichts mehr einstellen. Man kann ja trotzdem sehen, dass man hier auch wirklich alles einstellen kann. Also das ist ein Top-Fernseher, muss ich sagen. Farbe, Farbspektrum normal. Jetzt machen wir mal auf breit. Und dann gucken wir mal, wie breit der Farbspektrum ist. Also man merkt schon, die Farben sind jetzt richtig poppig. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Und messen noch einmal die Farben durch. Ich hoffe sehr, dass das so ist. Wäre jetzt traurig, wenn das nicht so ist. Ich meine, der Fernseher ist ja nicht gerade billig, ne? Ja! Genial! Also rot ist DCI getroffen, magenta ist DCI getroffen, blau ist ein Tick erweitert. Wir reden ja von 100%, ja. Cyan ist getroffen. Grün, wo auch die meisten Geräte Schwierigkeiten haben oder auch Projektoren sowieso, die haben immer Probleme im Grün, ja, gerade bei der Helligkeit. Und das ist schon sehr nah. Also das sind wahrscheinlich das... Dieses kleine, diese Abweichung von 1%, die hier nicht getroffen wird. Sonst ist das Ganze hier wirklich perfekt. Man könnte eventuell noch hier ein bisschen rumzaubern und den Punkt treffen. Aber da man ja so hier in den Farben jetzt nicht so stark rumspielen soll, würde ich das Ganze so lassen. Also, wie gesagt, ich treffe hier alle Farben, bis auf Grün ist nicht so ganz. Das habe ich mir auch schon, das habe ich vorher auch schon gedacht, dass das nicht so hinhaut hier mit dem Grün. Aber das ist, wie gesagt, das ist schon, das ist top. Ja, wir reden ja von einem DCI-Farbraum. Gut, gut, gut. Ne? Also deswegen, Philipp sagt ja nicht 100%, Philipp sagt 99% DCI-Farben. Würde ich jetzt sagen, kann ich bestätigen. Alles gleichmäßig und wunderbar. Gut, wir haben eine perfekte Farbtemperatur direkt ab Werk. Wir haben quasi zwei perfekte Farbräume ab Werk ohne Probleme und hammergeil. Ja, anders kann ich dazu nicht sagen. Also der Fernseher ist top. Hat noch viele andere Funktionen, damit muss ich mich noch befassen. Die FI ist sehr gut, habe ich gehört. Kann ich auch noch nichts zu sagen. Bis jetzt macht der Fernseher einen wirklich sehr guten Eindruck. Bildqualität ist enorm geil, wirklich. Ich wüsste auch nicht mehr, was ich jetzt anderes, ob ich jetzt nochmal auf den Projektor gehen würde, so, das denke ich eher nicht. Wenn man einmal ein OLED-Display hat, dann weiß man, was man hat, wirklich. Gut, dann sehen wir uns gleich zum Fazit. So, da kommen wir zum Fazit. Was soll ich sagen? Ihr habt die Messungen gesehen. Alles perfekt. Ich würde schon sagen, wirklich perfekt. Wir haben ja eine perfekte Farbtemperatur auf allen Grautreppen, also auf allen Ebenen von 0%. Gut, 0% kann das Gerät nicht messen, weil es einfach 100% schwarz ist. Da ist es einfach schwarz. Bis hin zu 100% haben wir hier eine perfekte Temperatur. Dann haben wir den 7 und 9 Farbraum, der ist auch perfekt. Der hat alle Farben getroffen.
punktgenau, würde ich sogar schon sagen. Auch der DCI-Farbraum, alle Farben getroffen, bis auf grün, da ist ein etwas weniger. Aber wie gesagt, Philipp sagt 99% DCI und nicht 100%. Und ich finde es dafür mega geil. Also ich bin mit der Messung, die wir da gemacht haben, wirklich zufrieden. Ja, der Fernseher allgemein, geile Einstellungen. Man kann die Farbe kalibrieren, man kann die Farbtemperatur kalibrieren, man kann verschiedene Presets wählen. Also der Fernseher kann quasi alles, was Einstellung betrifft. Also das schon mal sehr gut. Zum Beispiel von Sony habe ich gehört, dass da so ein bisschen Einschränkungen gibt. Dann vom App Store, er kann alles. Er kann Netflix, Disney Plus, Prime, Rakuten TV, Max Dome, alles dabei. Der Play Store ist dabei. Eventuell ist sogar Kodi möglich. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Eventuell mache ich noch ein Video, wie man da vielleicht mal Kodi draufschmeißt und da kann man sich eine Filmdatenbank da generieren. Natürlich mit Sicherheitskopien. Dann der interne Media Player ist gut. Festplatte anschließen, MKVs abspielen. Spielt ja ohne Probleme ab. Ja, auch mit Voll-HDR, mit allen Audioformaten und das Soundformat. Auch als ich hier Transformers eingelegt habe, perfekt, wird sofort Dolby Vision erkannt, ohne Wenn und Aber, direkt das Dolby Vision Symbol. Wir haben hier ein perfektes HDR, ein dynamisches HDR und was will man mehr? Ja, der Fernseher kann quasi alles. Also ich bin begeistert, die Messungen haben mich begeistert. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich habe ja schon einige Fernseher gehabt und auch einige Projektoren und es war immer etwas zu machen. Also die Hersteller, die machen das schon mittlerweile ziemlich gut. Ja, weil der Endverbraucher möchte natürlich die bestmögliche Qualität für wenig Geld. Jetzt hier beim Fernseher, aktuell für 2000 Euro ungefähr, plus minus 100 Euro, kriegt man den. Und ich denke, dafür ist das echt ein Mega-Schnäppchen. Ja. 3.299 waren, glaube ich, die ist der UVP-Preis. Ehemalige UVP-Preis, bin mir nicht sicher. Ja. Er kann auch Ambilight, ist halt Philips. Wer es mag, ist schön. Ich mag es persönlich nicht so gern. Es stört die Farben alles. Viele stehen drauf, ich persönlich nicht. Ich habe es lieber, wenn es dunkel ist, gerade hier beim OLED. Man sieht den Rahmen nicht, man sieht wirklich nur das Filmbild. Auch wenn wir wirklich ein helles Bild in den Raum geworfen wird, selbst dann sieht man den Rahmen nicht. Also das ist so ein geiles Schwarz. Ich bin hellauf begeistert. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, ein Abo da. Ich werde mir richtig Mühe geben. Ich werde auch weitere Videos drehen, mit Messungen, mit allem drum und dran. Die Woche bin ich noch in Duisburg bei Nubert. Da findet der Workshop statt. Und dann sehen wir uns eventuell da. Ich nehme meine Kamera mit, werde da so einiges filmen, die neuen Produkte, eventuell auch Interviews. Mal gucken, wie die Leute Lust haben. In der Corona-Zeit ist es so ein bisschen schwierig. Aber egal, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.